Happy Halloween! Feiert sich nur mit dem Geist-Pullover, mit dem Geist-T-Shirt und mit dem Geist-Plüschtier. Schau unter shop.arizoo.de vorbei. Bonjour, Madame, Mademoiselle de Pipi de Bonsoir. Heute spielen wir Passepartout und heute zeichnen wir ein paar schöne Bilder. In diesem Spiel geht es darum, die Bilder so zu zeichnen und am meisten Asche zu machen. Einfach so viel Kohle wie möglich, okay? Das heißt, wir können nicht zeichnen, möchten aber trotzdem Geld machen. Wie funktioniert das? Indem wir einfach schlechte Bilder als gut verkaufen. Und das sind wir. Der grüne Typ im Anzug oder beziehungsweise der, wo so aussieht wie ein Künstler. Eigentlich bin ich ja der Künstler. Aber das ist jetzt nicht die Sache. Wir zeichnen jetzt einfach ein Bild. Ich habe mir das schon mal angeschaut. Wir drücken jetzt auf dieses Ding da hinten drauf. Dann geht der da hin. Und dann können wir einfach zeichnen. Und als erste Idee, was ich theoretischerweise machen könnte, das ist eine Idee, die kupfer ich mir ab. Und zwar nennt es sich nämlich der rote Punkt unten rechts in der Ecke. Das ist mein erstes Meisterwerk. Ich nenne es mein erster... Nein, sieh genau hin. Punkt. Mein erstes Kunstwerk ist geboren. Jetzt müssen wir uns noch irgendwas ausdenken, wofür die Leute wirklich Geld ausgeben würden. Sonnenuntergänge. Ich habe eine Idee, wie ich einen Sonnenuntergang male. Wir machen auf jeden Fall ein dunkles Szenario. Es wird langsam... Nee, es ist zu dunkel. Wir müssen es auf jeden Fall nicht so dunkel machen. Beziehungsweise, wir machen es andersrum. Wir machen oben orange und unten machen wir so einen kleinen blauen Schweif. So. Und in diesen blauen kleinen Schweif kommt dann so diese Sonne hier rein. Allerdings müssen wir nochmal kurz mit dem Wasser so drüber gehen, weil die Sonne wird nämlich vom Wasser aufgenommen und wir bekommen dadurch einen Sonnenuntergang. Und wir müssen natürlich so stylische Bewegungen so machen oder so Stylokram und zwar mit Rot, so ein paar kleine Sonnenlichtstrahlen, die nach innen gehen so. Ich glaube, den Leuten gefällt mein erstes Kunstwerk nicht so ganz, kann es sein. Auf jeden Fall müssen wir dann hier auch noch ein bisschen mit Orange machen. Und auf der anderen Seite auch. Und dann nehmen wir hier in die Mitte ein Delfin. Hier springt ein Delfin einfach raus, so. Mit so einem Speer hinten drauf. Und das ist sein Gesicht, so. Und er hat zwei abstehende Augen, so. Und diese abstehenden Augen, die sind hier oben. Und kriegen noch einen weißen Punkt in die Mitte. Blub und blub. Und eine Flosse. So. Und das nenne ich dann Kunst. Warte. Und wir müssen natürlich auch noch hier so diese Sonneneinstrahlung da machen. Aber ein bisschen künstlerischer. Wie Aas sollen die aussehen. Das sollen Aerosol-Sonnenstrahlen darstellen. Über das Auge drüber. Und das nenne ich... Mist, das Bild links verkauft sich nicht. Kauf das Bild links von mir. Was? Der sagt, ich habe da keine Mühe reingesteckt? Ich habe mega viel Mühe da reingesteckt. Okay, dann lass mich doch, was? Schlechte Farben? Und ich muss Miete bezahlen? Ich habe kein Geld. Okay, ich muss mir was Neues ausdenken. Ich habe was. Das wird jeder kaufen. Also, ich male hier so eine Art kleinen Behälter. Und dieser Behälter, der ist gestriped so. Und der ist so, manchmal, sagen wir mal, der ist so manchmal einfach rot, der Behälter. Und manchmal ist er weiß, so im Abwechselnden, ne? Und innen drin sind so orangene Dinger. So, und so. Oh, warte, für 44 will sie das kaufen, die Maggie. Nehmen, handeln, verkaufen. Für 50 verkauft. Making money. Okay, immerhin ein bisschen was an Geld gemacht. So, und dann packen wir hier ein bisschen Schattierung mit rein. Um einfach das Chicken, was ich hier male, weil das handelt sich hier nämlich um Chicken, einfach ein bisschen mehr zu definieren. Und das ist dementsprechend ein KFC-Bucket. So, und welche Person kennt ihr, die einen KFC-Bucket mega abfeiert? Wir wissen es alle. Das ist der gute alte Lars. Aber Lars hat ein bisschen zu gelb, ist das ein bisschen? Ja, wir brauchen hier sowas. So ein bisschen mehr hautfarbend einfach. Und wir müssen natürlich auch eine Cap malen so. Weil die Cap muss nämlich schön aussehen. So, wie halt so eine Last Cap aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? Warte, die muss hier noch ein bisschen runder werden. Genau, und dann malen wir die hier so aus. Und dann ist es hier diese schwarze Cap. Und die muss auch da diesen Schweif so ein bisschen haben. So, ja, komm, machen wir mal so. Okay. Machen dann hier so diese Haare hin. Und dann die Augen. Beziehungsweise erst den Mund. Ja, ist ein bisschen zu groß, der Mund. Und dann den Mund. So.
weil er nämlich mega aufgeregt ist. Und dann kommen hier so die Augen hin, bisschen kleiner als den Mund. Und zwar zwei davon. Ja, genau. Und dann malen wir in den Dings den Iris rein. So. Ja, Mann. Ja, ich hab das. Und wir müssen da so die Augen so malen, so als ob die so richtig scheinen bei dem so. Wo er sich so denkt, oh, what the fish is this? So was Schönes habe ich noch nie gesehen, so. Weißt du, so irgendwie. So, genau. Und dann malen wir ihm noch so zwei Zähne hin, so. Einfach weil Lars in meinem Bild jetzt gerade einfach Schneidezähne hat, so. Und wir malen ihm noch so eine kleine Zunge rein. So. Und, warte, die muss ich natürlich auszeichnen, so. Einfach ausmalen, so. Und dann müssen wir natürlich irgendwie so ein bisschen Sabba hier rauskommen lassen. So nach dem Motto, alter Junge, ich liebe KFC, so. Dann malen wir ihm noch einen Körper, so. Und, Beine. Und hier die Arme müssen symbolisieren, so. Oh, ich will KFC, versteht ihr? Und dann malen wir hier noch so nice, freshe Yeezys hin, so. Ja, Mann, Yeezys malen wir. Und dann mit diesen Yeezys, ja, Mann, und dann chillt der hier und hat richtig Bock auf diesen KFC-Becher. Und damit ist das Bild besiegelt. Oh, Alter, das sieht sogar richtig gut aus. Ich nenne es der Schrei nach Liebe. Digga, wenn das nicht für richtig viel Kohle weggeht, dann weiß ich's nicht. Lass mich noch ein Bild zeichnen. Was können wir noch für ein Bild zeichnen? Wir können... Kann man hier... Was ist das? Oh, Querformat. Okay. Ich male eine Familie. Die Familie Easy Cheesy. Oh, 57 für einen KFC-Becher. Handeln. Unter 100 gebe ich das nicht her. Nee, dann verzieh dich. Gebe ich nicht ab. Was machen wir? Wir malen zuerst eine Couch oder sowas in der Art, ne? Damit man weiß, um was es sich handelt. Einfach um so eine otto-normale Couch, so. Zack. Und zack. Und Lena hat das Ding auch noch. Und damit haben wir eine Couch gemalt. So, und dann gehen wir hier hin und malen diese Couch aus. So ganz gechillt. So, und müssen natürlich die Couch auch noch so ein bisschen schattieren, sodass man versteht, um was es sich handelt, ne? Weil es ist ja eine Couch. Ah, 67, mehr? Nee, dann verzieh dich, kriegst du nicht für weniger. Und dann hier noch ein bisschen Schattierung mit reinbringen, so. Und so, und so, und so. Und hier ein bisschen noch Schattierung mit reinbringen, so. Ich glaube, man versteht, dass es eine Couch darstellen soll, oder nicht? Und dann kann man vielleicht hier noch so ein bisschen so und so. Sieht doch aus, als ob das so Plätze wären, oder? Man kann vielleicht hier sogar ein bisschen so kleiner machen, ne? Und dann sieht man noch mehr, dass es sich hier um einen Sitzplatz handelt. Ein bisschen umrahmen, so. Weißt du, ich meine? Und in der Mitte können wir das auch nochmal ein bisschen machen, so. Zack, zack. Und man weiß, okay, das ist eine Couch. Oh, ich habe eine Idee. Wir malen da was anderes hin. Wir malen da einfach so einen Penner irgendwie drauf. Oh, 85? 88? 80? Nee, dann kriegst du es nicht. Sorry, unter 100 gibt's ja nicht. Wir malen da einfach so einen stinkenden Penner drauf, der gerade irgendwie so seine Beine aufeinander legt, so. Und das ist sein anderes Bein. Und hier ist sein Torso so ein bisschen. Und wir malen ihm irgendwie so ein... Nee, braunes Hemd würde nicht gehen, aber so ein rotes T-Shirt vielleicht. So. Und der schläft dann hier so. Und dann machen wir dem hier noch so ein Gesicht hin. So ein ganz gechilltes, weißt du? Das ist so ein Penner am Chillen. Komm, Steve, 100. Gib mir 100 für das Ding. 80? 83? 95? Bleh. Okay, dann nicht. Dann, warte, dann gebe ich hier nochmal ein bisschen den Kick dazu, sodass es ein bisschen mehr Farbe im T-Shirt hat. Die Hose malen wir aus, damit die natürlich auch sehr deliziös aussieht. Warum sieht die deliziös aus, fragst du dich? Ich weiß es selber nicht. Der hat auf jeden Fall auch so... Der schläft ja gerade. Das heißt also, wenn er schläft, müssen wir dementsprechend seine Augen ein bisschen chinesisch malen, so. Und der müsste so einen kleinen tröpfigförmigen Mund bauen, so. Und dann müssen wir so hier diesen Schnodder so runtermalen, so. Weil der schläft ja, weißt du? Und hier tropft dann alles so hin in so eine Mütze. Warum sabbern eigentlich alle immer in meinen Videos, gell? Egal, dann sabbert der hier hin. Theoretischerweise könnten wir auch hier
Wir könnten noch ein... Nee, der hat keine Arme einfach, okay? Der ist einfach armlos. Aber was wir ihm malen, ist so ein nicer Yeezy noch so. Der hat nämlich Yeezys an. Einen großen Yeezy. Wir malen im Hintergrund so ein bisschen dunkle Atmosphäre so. Damit man versteht, es ist die Nachtruhe damit gemeint. Und ich habe das Bild fertig gemalt. Ich nenne es, der Schlaf im Morgenrot. Ist das nicht ein schönes Bild? Okay, dann zeige ich euch mal. Jetzt machen wir ein Bild, was einfach nur auf Profit aus ist. Einfach nur Geld soll dieses Bild bringen. So, und was bringt natürlich am meisten Geld, wenn man ein Künstler ist? Einfach nur der größte Müll. So, wie macht man größten Müll? Hört zu. Wir malen hierhin eine kleine Wiese. Und am besten malen wir noch so einen schönen blauen Himmel. Einfach so, um zu zeigen, dass wir ein Künstler sind. Oh, für 87 will er den schlafenden Penner kaufen, ne? Gib mal mehr. Mehr. 104 für den schlafenden Penner verkauft. Oh, ja, Baby. Oh, Schlaf im Morgenrot für 104 Dollar. Baby, ja, Mann. 148 für den KFC-Bucket. Oh, das ist der beste Tag. Ja, verkauft, Mann. Ja, Mann. Okay, okay, okay. Mein nächstes Kunstwerk. Es kommt, es kommt. Wir malen hier hin einen Hund so, ne? So, dieser Hund, der geht so, so. Und dann geht er hier noch so runter. Und hier unten sind seine Füßchen so. So ein bisschen, ne? Und noch ein anderes Füßchen, das ist hier so. Also wir müssen auch hier dieses Bein so hinmachen. Und hier hinten ist so sein Hintern. Dieser Hund hat extreme Verdauungsprobleme. Deswegen hat er auch so ein großes Auge hier. Und hat so riesige, so ganz kleinen Punkt hier so. Hat so richtige Verdauungsprobleme so. Und er hat so Angst. Und wir müssen den Hund kurz ausmalen, warte. Mit ein bisschen einem gewagteren Braunton. Und zwar mit so einem braunen Braunton. Damit man das natürlich auch ein bisschen respektvoller nimmt. So. Ich mal das gleich wieder perfekt aus, keine Angst. Ich mach das. Größeres Auge, zack. Und schwarzer Punkt in die Mitte. Das ist die Ausgangslage von unserem Bild. Und daher, dass er Hilfe braucht. Aber wir müssen dem noch eine Nase zeichnen, damit man mehr erkennt, dass es einen Hund darstellen soll, ne? Warte, und dann hier so. Und dann am besten noch hier hinten so einen kleinen, ja komm, wir können ja auch so einen kleinen Affen draus machen, also. Aber wir halt einen Affen. Aber wir malen jetzt hier einfach noch diese kleine Nase hin vom Hund. So, und ein paar Ohren gehen ja auch, warte. Ist das nicht ein schöner Hund? Hier hinten malen wir seinen kleinen Köttel, den er gelegt hat. Aber ganz klein, ganz winzig, ganz fein. Das heißt so. Und dann so. Und hier oben in den Sternen lächelt ihm die Sonne zu. Und dieses Bild nenne ich Ratio Farm. Und damit, Freunde, habe ich heute meine Bilder gezeichnet. 164, kommt für 200 und dann ist die Folge vorbei. Ah, 204, alles klar, verkauft. Kohle gemacht, yeah. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Falls ihr eine weitere Folge haben wollt, gebt einen Daumen nach oben. Haut rein, Leute, ciao.